Moin Bernd. Ja, guten Morgen. Freut mich sehr, dass du Zeit gefunden hast. Wir haben eine wichtige Abstimmung diese Woche. Wir stimmen ab zu neuen Handelsverträgen. Wir hatten hunderttausende Menschen auf der Straße in Deutschland, beispielsweise zu CETA, TTIP, weil die Menschen unzufrieden waren über die Intransparenz, wie diese Handelsabkommen aufgesetzt wurden. Und jetzt sind wir mittlerweile einen Schritt weiter. Was stimmen wir diese Woche ab im Europaparlament? Ja, in der Tat, Arne, wir sind weiter. Diese Intransparenz, die haben wir heftig kritisiert und auch klar gemacht, dass zukünftig Handelsverträge nicht mehr so ausgehandelt werden dürfen. Wir wollen, dass das Mandat, also die Grundlage der Verhandlungen, von vornherein offen ist. Und das haben wir jetzt durchgesetzt. Jetzt gibt es einen Entwurf für Verhandlungen mit Australien und Neuseeland. Und darüber stimmen wir diese Woche ab und die Position des Parlaments dazu. Und das, glaube ich, richtige Weg. Bevor etwas in trockenen Tücher kommt, wird es breit diskutiert. Und ich hoffe, dass diese Veröffentlichung der Verhandlungsgrundlagen auch dazu dient, dass in nationalen Parlamenten, in Landtagen wie Sachsen-Anhalt, auch darüber diskutiert wird, gleich am Anfang und nicht erst im Schluss, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Das finde ich sehr wichtig. Wir selber haben beide viele Veranstaltungen auch in Sachsen-Anhalt dazu gemacht. Insofern ist es auch eine Einladung an alle NGOs, an alle Bürgerinnen und Bürger, sich jetzt kundig zu tun. Und siehst du das als Ergebnis auch an für die sozialdemokratische Politik? Haben wir das mit ausgehandelt durch die Verhandlungen, die wir ja mit der Kommission und den Mitgliedstaaten geführt haben? Na klar, das ist eindeutig ein Erfolg der Sozialdemokraten. Weil wir ganz klar gesagt haben, und da sind wir als Parlament ja auch mächtig, wenn es nicht mehr Transparenz gibt, wenn es nicht Veröffentlichung von Dokumenten gibt, dann gibt es eben auch keine Handelsverträge mehr. Und diese Ansage ist bei der EU-Kommission angekommen und deswegen gilt jetzt die klare Verabredung, alle Verhandlungsgrundlagen, alle Mandate, wie das so schön heißt, werden, bevor sie verabschiedet werden, veröffentlicht und können breit diskutiert werden. Das war ja auch eine der Forderungen zu TTIP, die wir gesetzt haben. Wir haben ja die Bar so hoch gesetzt, das Level, dass die USA ja TTIP gar nicht weiter umsetzen konnten. Die sind ja gescheitert in allen Themen. Wir haben bei Kanada noch nachverhandelt, was ja auch ein Riesenerfolg war. Da ging es auch um Arbeitnehmerfragen. Was sind hier so die Knackpunkte in dem Thema? Wir haben ja als SPD gesagt, alles muss über CETA hinausgehen als Basis, sozusagen CETA Plus. Was sind hier die Punkte, die ja noch eingebracht wurden und die auch du und der Ausschuss hier mit eingebracht haben? Ja, ganz in der Tat, es ist völlig richtig. Wir wollen mehr als die traditionellen Handelsabkommen. Und deswegen, ja, Blaupause ist CETA. Und deswegen gehen wir auch ein Stück weit drüber hinaus. Und ein Beispiel dafür sind die Frage der Arbeitnehmerrechte. Ich glaube, wenn wir Handelspolitik betreiben, müssen wir sicherstellen, dass die positiven Effekte wirklich bei den Menschen vor Ort ankommen. Und dazu bedarf es starke Gewerkschaften, unabhängige Gewerkschaften, die auch die Möglichkeit haben, Verhandlungen zu führen. Und deswegen sind die 8 Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation so wichtig, dass sie ratifiziert werden, umgesetzt werden und auch einklagbar sein werden. Und genau das ist die Position des Parlaments. Und das werden wir heute abstimmen und entsprechend einfordern. Und ohne solche Verbindlichkeit kann es eben kein modernes Handelsabkommen geben. Herzlichen Dank für dein Engagement. Auch für das Vorsetzen der auch gesellschaftlichen Diskussion, die jetzt möglich ist. Wir hoffen, dass sich alle Initiativen, alle NGOs jetzt auch einbringen und das nicht bis zum Schluss abwarten, sodass wir tatsächlich einen Diskussionsprozess, den wir ja begonnen und gestartet, auch letztendlich mitgestaltet haben als Sozialdemokratie, hier erreichen. Von daher bringen Sie sich ein, lesen Sie sich das an. Sie finden alle Informationen dazu bei der Webseite und auf der Webseite von Bernd Lange. Herzlichen Dank und stay tuned. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.